Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs. Watch Dogs Bad Blood, um genau zu sein, den Watch Dogs DLC. Und wir wollten jetzt mal zu dem Ziel fahren, wo sie den Typen, den Informanten da, also den Typen, den sie da festgehalten haben, hingebracht haben. Und da fahren wir jetzt schon mal hin, das haben wir ja in Sieht der letzten aus wie eine Folge neue Sendung von Dead Sack. Mal sehen, was diese markiert. Punks vorhaben. Wir sind Dead Sack. Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. Wir werden uns rächen. Betrachten Sie das als letzte Warnung. Hören Sie auf. Sonst droht eine neue Art von Krieg. Eine ziemlich direkte Drohung für Dead Sacks offenen Kanal. Normalerweise mögen sie es poetisch und wortreich, um neue Fans zu gewinnen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Und man sollte diese Jungs nicht in die Ecke drängen. Wer weiß schon, was die alles anrichten können. Ich muss ein Auge offen halten. Ja, ich wette mal, die haben den Typen von DedSec, einen Typen von denen gefangen. Eine unbekannte Bedrohung hat DedSec aufgeschreckt. Das könnte viel Ärger bedeuten. Untersuchen Sie die Situation. Zwei QR-Codes finden und mit einer Kamera entschlüsseln. Das DedSec-Versteck freischalten, untersuchen. Mit Hilfe des Kameranetzwerks den Hacker finden und unentdeckten Leichen finden. Also im Vergleich zum Hauptspiel ist in diesem Add-on nicht nur natürlich die neue Story dabei, sondern viel Minigames. Und zwar jetzt nicht nur Minigames in Form von Auto, vielleicht ein Autorennen oder sonst irgendwas, sondern richtig, wo man noch neben der Story Sachen suchen kann, so kleine Mini-Stories, sage ich jetzt mal. Aber die will ich nicht spielen, nicht in diesem Let's Play. Da werde ich mich, glaube ich, irgendwann mal dazu bemühen, mal das alles noch zu spielen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, die Resonanz zu diesem Let's Play ist nicht wirklich groß. Das heißt, es gucken nicht viele. Und wenn ihr natürlich wollt, dass ich das mache, schreibt es ruhig in die Kommentare rein und dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal eher überlegen, das zu machen. Aber es gucken nicht viele und ich habe so viele andere Projekte, die ich noch gerne machen würde, die auch Zeit kosten und momentan habe ich nicht viel Zeit. Deswegen muss ich mal überlegen, was ich alles mache. Und wenn ich jetzt diese ganzen kleinen Games und alles ja auch noch in dem Spiel mache, dann nimmt das unheimlich viel Zeit weg. Zeit, die ich eigentlich gerne auch für andere Sachen verwenden würde. Ja, komm, kaputt. Na komm, fahr. Schwere Karre hier. Okay, hier runter. Das ist meine Ausfahrt. Ach, ich drücke immer die Hupentaste. Das ist nämlich, ich spiele ja mit dem Controller. Also ich fahre mit dem Controller, um genau zu sein. Und da ist die Taste, also der Knüppel zum Lenken. Wenn man den drückt, ist das die Hupe. Wenn man halt mal ein bisschen schneller einlenkt, drückt es das sofort. Und dann hupt das Auto immer. Ich glaube, das habe ich aber schon mal erklärt gehabt, weil mir das nämlich oft passiert. So. Hier sollte ich hin. Ich habe ja ein Geländeauto, das heißt, ich kann mal ein bisschen gediegener jetzt hier durchfahren. So, dann parken wir mal hier. Mission starten. Wenn ich herausfinde, wer hier die Fäden zieht, kann ich alles lahmlegen, bevor sie uns finden. Gott, das gibt uns beiden eine faire Chance zu fliehen. Sie haben den Maulwurf. Alex Jaworski. Irgendwo hier drin. Ich muss rausfinden, was er weiß und wen er kennt. So, jetzt muss ich aber ganz kurz schauen. Ich hoffe, die Aufnahme bricht das nicht ab. Machen wir mal so. Weil ich sehe nämlich gerade nicht, wie lange ich aufnehme. So. Hat funktioniert. Sind immer noch drin. Perfekt. Erreichen Sie das andere Ufer mit einem Boot. Ist hier irgendwo ein Boot? Da ist ein Boot. Das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Da ist Motorrad. Cool. Also das Beschießen wollte ich jetzt nicht. Ich, ja.
Bin aus Versehen auf die Maustaste gekommen. Wo muss ich hin? Da sind wir. Oh, cool, das ist ja mal so richtig außerhalb. Okay. Dann fahren wir mal. Mit dem Boot. Row, row, row your boat. Erreichen Sie das Ufer mit einem Boot. Das tun wir doch mal tun. Gerade ein bisschen müde. Ich nehme nämlich gerade nachts auf. Aktuell müsste es so grob 2.30 Uhr oder 3 Uhr sogar schon haben. So, dann packen wir das Boot mal. So. Da kann man leichter wieder reinspringen. Kamera. So, nähern Sie sich der Villa. Hier hinten war ich noch gar nicht, aber ich glaube, den Haupteingang nehme ich nicht. Ich gehe lieber hier außen rum. Wenn da hier schon so ein Weg ist. Vielleicht bringt es mir was. Feuer. Ist da hier schon irgendjemand? Ich möchte ganz gern, bevor ich auf die Kamera zugreife, mich erstmal irgendwo verstecken. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Da hinten ist einer. Gerade nochmal beobachten, wo die auch hinlaufen. Das ist natürlich auch immer ganz interessant zu beobachten. Für die Planung der Taktik. Da ist noch eine Kamera. Gut, du läufst wieder zurück. Das heißt, du siehst mich nicht. Oh je, da ist wieder ein großer. Und ich habe hier groß nichts zum Sprengen. Trotzdem möchte ich ganz gerne mal ein bisschen außerhalb noch gucken. Da ist nämlich noch einer. Ich glaube, ich kann, wenn ich hinten rumlaufe, vielleicht noch ein bisschen was sehen. Kamera. Kamera. So, jetzt bin ich drinne. So, da ist der. Das entriegeln wir auch gleich mal. So, einzige Sorge macht mich jetzt der Große. Ich habe nämlich keinen Granatwerfer. Ich habe, wenn, dann nur eine Granate. Köder. Granate. Stellen wir mal her. So, und wir machen Hey! Hey! Scheiße! Wir kriegen Besuch! Das kommt mir komisch vor. So, den haben wir jetzt schon mal. So, komm ein bisschen näher. Der ist tot. So, Nummer 2. Irgendwie komisch. So, komm du mal ein bisschen näher hier drüben. Ach, jetzt ist der da hinter dem Ding verschwunden. Kann nicht weg sein.
So. Jetzt probieren wir was. Ah, shit. Zu weit geworfen. Ich habe gehofft, die Granate kann ein bisschen was bewirken. Da unten ist auch noch einer. Ich habe aber auch keine Waffe, um den zu killen, ne? Das ist mein Problem. So, wieder einer weg. So. Oh, das ist gar nicht gut, wo der jetzt hinläuft. Sei vorsichtig. Such in der Richtung. Ich hab hier nicht. Ich geh weiter. Ich geh darüber. Ah! Wir checken ab. Da ist er, da! Ah, okay, das werde ich nicht schaffen. Oh, ich hab den sogar gekillt. Geil. Meine größte Angst. So. Ich hab den Dicken gekillt. Geilomat. Und gleich eine neue Waffe für mich. Uiuiuiui. So, jetzt kann ich eigentlich gleich mal. Oh, das ist die große Bumme. Das ist gut. So, ich werde aber wieder auf die Handwaffe umsteigen. Wo ist denn eigentlich? Ah, der war da vorhin vorgerannt, der von hinten die ganze Zeit rumgelaufen ist. So, jetzt gehen wir mal rein. Identifizier dich! Aufpassen! Okay, das gefällt mir nicht. Große Deckung! Hey, du Arsch! Du hast dich mit verdammt. Das war jetzt knapp. Ist ja wohl klar, wie das hier aussieht. So, ich glaube, dann kann ich jetzt auch gleich auf die große Bombe umsteigen. Kannst mich mal! Ich brauch nur einen Treffer! So, mal schön auf die Map schauen, dass hinter mir keiner auftaucht. So, hier ist nichts, hier sind Überwachungskameras. Sprengen kann ich da. Im Endeffekt könnte ich auch wieder mit den ganzen Kameras durch. Was ist denn hier los, sag mal? Ist ja heftig. Kann ich was? Habe ich einen CTOS-Scan? Was machen die denn hier alle mit den Leuten, ey? Kamera, Kamera. Das stand nicht in meinem Vertrag. Ich habe eine Möglichkeit. Ich glaube, die sind alle oben. Ich laufe trotzdem gerade mal noch hier. Oh, hier geht's in den Keller runter. Mach den kalt! So, einer weniger.
So, jetzt scheint nur noch einer oben zu sein. Das ist aber irgendwie geil gemacht hier, die Bude. Wo geht's denn eigentlich dahin? Ich weiß, da könnte ich wieder mit meinem Roboter-Dingens rein. Also mit meinem kleinen Auto. Aber wir müssen ja auf jeden Fall nach oben. Und da werde ich mich jetzt mal durcharbeiten. Das sieht ja aus wie ein Job für Eugene. Ach da. Ja, ich weiß, ich könnte überall mit Eugene durchfahren. Irgendwo hier muss er doch. Wo warst du? Also irgendwo da unten ist der auf jeden Fall noch. Und der kriegt die Bude jetzt nicht ganz frei. Leck mich, er hat alle erwischt. Da war doch aber noch da noch eine Kamera. So, entriegelt. Dann gehen wir da eigentlich jetzt noch rein. Alex. Nein, bitte nicht. Schon okay, schon okay. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Die Schweine. Die haben mich abgestochen. Oh, oh, oh. Du musst dich beruhigen, Mann. Tranquil. Du bist Raymond Kenny. Die suchen nach dir? Wenn ich dich von der Maschine nehme, meinst du, du kannst dann... Ich spüre meine Beine nicht. Okay. 911, was ist Ihr Notfall? Ein Informant, der Korps wurde niedergeschossen. Die sollen sich beeilen. Sir? Sind Sie noch da? Hallo? Ich muss wechseln, wenn die Cops kommen, Sir? Also. Wenn du mir irgendwas über Blumen sagen kannst. Ein Name. Egal was. Ich war hinter Blums Buchhalter hier. Der Typ heißt Jack Finley. Ich kam nicht ran an den Boss, aber Jack... Versprich mir, dass du den Schweinen nicht tust. Warte, bis sie nah genug dran sind. Dann zieh aufs Gesicht. Hast du verstanden? Du schaffst das. Echt derb, was die mit dem machen. Fangt an zu suchen! So, jetzt sind die Bullen da. Besser wäre mir auch jetzt. Ich würde hier hinten rum abhauen. So. Eigentlich den Hubschrauber.
So, ich muss leider hier. Ich gerade, wie kann man denn denen entkommen? Wie kann man denen entkommen? Wenn da überall die Bullen sind. Ich glaube, ich sollte, anstatt ich vorne rauszugehen, sollte ich gleich nach hinten abhauen. Aber das werde ich in der nächsten Folge nochmal probieren. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.